Einen flotschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es nach über einem Jahr wieder mal eine Roomtour, die jetzt geupdatet ist. Es hat sich ein bisschen was am Zimmer verändert. Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr Januar noch meine Roomtour machen. Ich hoffe, da ist das Zimmer dann schlussendlich fertig. Kann ich aber natürlich nicht genau sagen. Ich würde sagen, wir quatschen nicht mehr lange rum und dann zeige ich euch mein Zimmer. Ich würde sagen, wir starten wie immer an meiner immer noch alten Tür, die wir immer noch nicht ausgewechselt haben, aber halb so schlimm. Dafür geht es hier schon mal gut los. Hier hinten haben wir hinter meinem, der Kleiderschrank ist das, die Philips Hue LED Strip auch dort verlegt. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon hatte. Hier habe ich dann auch meinen Kleiderschrank direkt neben der Tür. Darüber habe ich dann auch von Logitech das Lenkrad, Gangschaltung und die ganzen Pedalen. Da hinten läuft noch die LED-Strip lang. Ja, ich glaube, Kleiderschrank ist ziemlich sehr unspektakulär, was das angeht. Hier oben haben wir auf dem nächsten Schrank, hier ist eigentlich ja ein bisschen Schreibzeug, Kameratasche, Ordner drinne etc. Also jetzt nichts auch Spannendes. Hier oben haben wir meine Logitech Brio. Das ist meine Setup-Kamera, die mein Setup von hinten filmt. Da sieht man auch schon mein Logo gespiegelt. Das zeige ich euch auch gleich. Also wenn ihr mein Setup von hinten seht, im Stream, in den Aufnahmen, bis jetzt eigentlich noch nicht, seht ihr das, weil diese Kamera da oben ist. Hier unten haben wir noch Schübe. Da ist jetzt nichts Spektakuläres drin. Arbeitszeug. Hier haben wir Kabelbinder. Dann eine Fernbedienung für eine Box, zeige ich euch auch gleich. Hier unten haben wir eigentlich alles Mögliche, was eigentlich so ja ziemlich unterschiedliches Zeug. Ne, die iBox zum Rausfiltern von Störgeräuschen, ein Mikro, eine Powerbank, eine Elgato Capture Card. Dann haben wir hier Kopfhörer Sony Link Buds S. Die habe ich auch noch nicht so lange, aber kann ich sehr empfehlen. Die sitzen sehr gut. Dann haben wir hier Ladegeräte für die Kamera, dann alle möglichen USB-Hubs. Oh, zum Beispiel, die Teile habe ich mir eigentlich mal gekauft, damit ich übers WLAN die Steckdosen an- und ausschalten kann. Benutze ich jetzt nicht mehr alle, weil die auch manchmal einfach so an- und ausgingen. Das fand ich dann nicht mal so geil. Vor allem beim PC, wenn der plötzlich ausgeht, ist das dann schon ziemlich blöd, muss ich sagen. Hier habe ich noch mein altes Handy. Ja, nutze ich einfach mal für den Notfall, falls ich es nochmal brauchen sollte. Hier unten haben wir eigentlich das noch unspektakulär, den mache ich eigentlich nie auf. Hier haben wir zum Beispiel eine Stromleiste, dann haben wir hier noch alte Tastaturen, die zwar immer noch gut zu gebrauchen sind, aber ich brauche ja auch nicht sonst wie viele Tastaturen. So, dann haben wir hier auch mein ja, Webcam, mein Facecam-Hintergrund. Sieht man nur ungefähr bis zu der Divoom hier. Ja, ich denke mal, diese Pixel Art digitale Rahmen kennen wahrscheinlich die meisten. Hier haben wir nämlich die Kommode. Da haben wir hier zum Beispiel ein Mischpult oder mein DBS 286S. Das hatte ich auch früher im Setup verbaut. Habe ich jetzt auch alles durch ein anderes Mischpult ersetzt. Hier haben wir eigentlich, ist größtenteils noch leer. Hier ist ein Mülleimer drinne. Ansonsten hier haben wir meine ganzen CSI-Boxen, schaue ich auch sehr gerne. Hier unten wollte ich nämlich noch, weil es hier noch ziemlich leer ist, wollte ich hier noch viele Filmboxen reinpacken, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Hier haben wir zum Beispiel selbst erstellte ja, Deko von meinem Internetsender, den der ein oder andere manche kennen mag. Hier habe ich noch Deko-Autos jeweilig zu der Box. Und dann habe ich hier auch, das seht ihr eigentlich nur immer in den Roomtouren, meine LED-Uhr mit Sekundenanzeige. Die finde ich an sich ganz geil. Hier verlaufen dann die Kabel lang über die Kabelbinder und dann hinter die Kommode, wo auch die LED-Stripes verbaut sind. Hier oben ändern bzw. enden sie. Und dann haben wir hier nochmal fast denselben Schrank,
Dort ist er jetzt komplett geschlossen, hier ist er offen. Hier habe ich zum Beispiel als Deko noch meine Nintendo Switch Zubehör, eine PlayStation 3 Slim. Funktioniert auch alles. Hier habe ich aus Japan exportiert meine PSX. Ist an sich eine erweiterte PlayStation 2, womit man auch noch Spiele entwickeln konnte für die PS2. Habe ich aus Japan importieren lassen, weil es sie in Deutschland einfach nicht gibt. Eine PS1 hier noch. Ja, hier ist eigentlich all möglicher Kram drin. Zum Beispiel Kabelhalterung für mein Internetradio. Halt. Alles so rum, was ich so. Ja, hier habe ich auch noch Handyverpackung. Ja, eigentlich sehr unspektakulär. Hier haben wir ganz viele Kabel zu einem. Und zwar haben wir hier HDMI, Ton, XLR-Kabel, eigentlich alles, was man so für die ganzen Aufnahmen oder PC-Geschichten braucht. Ich hole mir halt für alles eine Verlängerung, weshalb ich auch so viele Kabel habe. Und hier unten ist eigentlich auch nochmal ein paar Kabel drin. Kabelkanäle, Kabelschläuche nennt man die auch. Kann man sich zurechtschneiden, wie man will. Ja, ein paar Batterien noch. Hier haben wir auch jetzt in der Ecke einen neuen Nachtschrank. Den habe ich seit Dezember jetzt. Da standen ja sonst immer diese blauen Plastikboxen. Habe ich auch jetzt ersetzt durch das Teil. Hier haben wir auch schon eine schicke Sache. Hier habe ich an sich nur mein. Mit Kleidung drin, die ich für den nächsten Tag zum Beispiel nutze. Hier oben haben wir jetzt meine, ja, Box, kann man per Bluetooth verbinden, Mikrofon dran machen, wie auch immer. Die ist auch ganz leicht, kann man einfach runternehmen. Und hier hinten, das Ganze hier ist nämlich nicht der Schrank. Und zwar kann man dieses letzte Teil hier, wenn man hier einfach mal rangeht, kann man das hier öffnen. Das ist natürlich jetzt mit einer Hand ganz super gemacht. Ich stelle euch mal eben ab. Und dann kann man das Ganze nämlich hier so öffnen. Und zwar ist das ein Brett. Haben wir hier einfach noch Holzdübel dran. Hier klemmen dann eben Winkel und dort hinten sind dann noch eben zwei Steckdosen, wo die LED-Stripes oder Handy-Ladekabel etc. lang geführt wird. Und wenn man halt da manches umgesteckt hat, man will ja auch irgendwie noch rankommen, steckt man das hier einfach wieder drauf. Fällt auch überhaupt nicht aus. Sieht so aus, würde es zum Schrank dazugehören. Packt man eben die Box wieder drauf. Und fertig. So, da kommen wir auch schon. Hier habe ich auch die Heizung mit so. Ja, blau eintapeziert. Hier unten führt noch so ein Kabelschlauch lang, wo auch gar manche Kabel langlaufen. Hier habe ich zum Beispiel noch ein Internetkabel, wo mein Bruder hier immer noch mit dem Laptop gespielt hat. Deswegen hatte ich das dort eben hingeklemmt. Hier habe ich noch als Deko so ein Glaskopf und darauf eben so eine VR-Brille. Ist jetzt keine digitale, packt mein Handy vorne rein, aber ist eben auch nur zur Deko. Ja, dann kommen wir auch schon zu meinem Schlafbereich. Ist ein Schlafsofa, kann man auch ausklappen, wenn man will. Hier haben wir noch eben verschiedene Dekoköpfe aus Minecraft, Aerosol, Chaosflow etc. Hier habe ich hinten noch, sonst war das nämlich immer eine blaue, kahle Wand. Habe ich jetzt Tetris-Kissen davor gepackt. Finde ich an sich auch als Deko eigentlich ganz gut gemacht. Hier habe ich eben meine, ja, Deko-LED-Wand, wie man will. Ein Lucky Block, hier eine Knossi-Figur. Und was ich auch seit neuestem habe, sind diese, ja, wie nennt man das, Glowboxen. Da kann man auch einen Spin aktivieren und dann dreht sich eben die Funko-Pop-Figur. Hier habe ich mein Backforce-Kissen vor meinem Stuhl und da hinten habe ich noch als Beleuchtung so eine Philips Hue, weiß ich, so eine runde Lampe. Und dann habe ich hier noch so eine Pac-Man-Figur und immer die Patronen aus Harry Potter als Funko Pop, als Deko genommen. PlayStation-Lampe und so ein Game-Over-Schild sollte man eigentlich auch kennen, wenn man so ein bisschen schon mal seinen Raum ja eingerichtet hat. Ich mache das mal wieder aus. Nicht, dass es hier noch Hintergrundgeräusche gibt. Ja, wenn ich dann am Abend eben hier schön im Winter auch gerne noch mit Heizdecke an. Eben hier chille, kann ich entweder Serien oder sonst was schauen oder ich greife hier unten auf meine Nintendo Switch zurück,
noch künstliche Pflanzen, weil richtige Pflanzen hier zu halten ist ein bisschen schwierig damit Versorgung. Hier Joysticks dann zum Laden, hier die Konsole selber. Vier Spieler kann sie ja maximal haben, deswegen habe ich dann noch einen Extrapack dazu gekauft. Hier unten habe ich auch meine Philips Hue Bridge, darüber steuere ich meine gesamte Leuchte bzw. meine gesamte Beleuchtung in diesem Raum. Und hier hinten ist nämlich noch der Port für die ganzen Internetkabel, damit das ganze Zimmer hier auch mit Internet versorgt wird. Über dem 43 Zoll Monitor, der kann auch 4K, von daher auch gut empfehlenswert. Der passt auch super hier rein. Das sage ich auch immer wieder gerne. Das ist hier. Hier ist sehr vieles maßgeschneidert, kann man sozusagen sagen. Hier oben ist auch mein Logo, habe ich aus Russland. Da kommt der Shop her. Kann ich euch auch eigentlich alles, was in diesem Zimmer hier ist, ist auch so gut. Ja, ich sag mal, 95% ist in der Videobeschreibung, verlinke ich euch mal. Dann habe ich hier zwei Boxen. Hier sind noch Kabelkanäle, die wollte ich noch blau anstreichen, damit es auch zur Wand passt, aber bin ich noch nicht so gekommen, weil die Farbe, die für die Wände benutzt wurde, ist leer, die müsste erst wieder nachgekauft werden. Hier hinter dem Bildschirm habe ich hier noch ein Twitch-Kissen. Hier ist auch noch so Philips Hue Bars, die das Ganze auch noch ein bisschen rückstrahlen, indirekte Beleuchtung. Hier haben wir noch ein Teufel 360 Internetradio, kann auch ziemlich viel abspielen. Und dann kommen wir auch schon eigentlich zu meinem Setup, wo die ganze Magie passiert. Die drei Monitore kennt ihr ja eigentlich schon. Den oberen 49 Zoll Super Wide Monitor müsste das sein. Der ist erst neulich dazugekommen. Hier haben wir auch den Backforce OnePlus, den müsste eigentlich auch viele kennen, ist halt schon ein teurer Stuhl, aber bis jetzt, ich finde ihn einfach super, würde ich mir auch wahrscheinlich noch ein zweites Mal kaufen mit individuellen Patches hier, der Teddybär Teddy TV, Hauptkanal, Zweitkanal. Hier hinten haben wir auch noch so eine LED-Brosche drin, finde ich auch geil, habe ich aber selten an. Ja, weil wenn ich da sitze, dann sieht man das eben nicht. Fürs Video habe ich es jetzt hier mal angemacht zum Demonstrieren. Blau-schwarze Optik, wie es zum Zimmer eben passt. Und dann kann ich mich hier eben hinsetzen. Und dann passiert hier eben nämlich die ganze Magie. Fangen wir einfach mal bei der Tastatur an. Ist eine Lioncast LK15. Die habe ich auch schon sehr lange. Hier haben wir auch nämlich noch so. Ja, sechs Makrotasten, die wir einfach dazu individuell gestalten können, wie wir wollen. Zum Beispiel die hier zeigt meine ganzen Tabs an. Und wenn ich wieder drauf drücke, sind sie wieder weg. Was ich euch jetzt zeigen kann, die Logitech Prio, die ich vorhin euch gezeigt habe. Hier, das ist ja meine Setup-Kamera, die filmt das Ganze. Und im Normalfall ist jetzt das die Kamera, mit der ich hier filme. Die steht auch normalerweise hier oben. Aber die habe ich ja dementsprechend gerade in der Hand. Hier habe ich immer mein Aufnahme- bzw. Streaming-Programm drauf, OBS Studio. Kann ich hier halt den Chat sehen, die Aufnahme, die ganzen Einstellungen, was gerade für Follower reinkommt, die ganzen Statistiken vom Stream etc. Dann habe ich hier eigentlich immer mein Game. Da habe ich meinen Discord-Server, Link in der Beschreibung. Da habe ich nochmal meinen YouTube-Kanal und den Twitch-Kanal. Sieht ziemlich identisch aus, muss ich sagen. Ja, im Normalfall habe ich immer diese Neonstadt, die auch animiert ist, mit Wallpaper Engine über Steam. Kann ich auch empfehlen, super App. Hier oben sieht das Bild leider nicht so geil aus, deswegen habe ich da jetzt einfach mal provisorisch ein Cyberpunk-Bild reingepackt. Dann habe ich hier, ja, ist ein großes Mischpult, ist auch eigentlich so gut wie gar nicht mehr angeschlossen, kommt auch in der nächsten Roomtour höchstwahrscheinlich nicht mehr vor, werde ich auch irgendwann aus dem Setup ausbauen. Weiß aktuell auch überhaupt nicht benutze und auch so viele Spuren überhaupt nicht brauche. Deswegen kommt das auch irgendwann raus. Hier habe ich zweimal meine Lautsprecher. Noch ein Hollywood HVA 500 Wi-Fi-Verstärker. Ja, der ist für die Boxen da oben eben. Und hier habe ich mein neues Mischpult hier. Das Teil ist einfach geil. Das kann ich auch einfach nur empfehlen. Hier ist zum Beispiel gerade das Mikrofon, was gerade meine Stimme aufnimmt. Kann ich stumm schalten, wie ich will. Das ist vor allen Dingen für die Streams und Aufnahmen super geil. Hier kann ich nämlich verschiedene Spuren drauflegen. Mikrofon,
Discord-Browser-Aufnahmen, die ganzen System-Sound. Hier kann ich eben meine Stimme verstellen, so wie ich Bock habe. Hier kann ich meine ganzen... Ja, das ist so ein kleines Elgato-Stream Deck, würde ich meinen. Hier kannst du halt auch Sounds drauflegen, wie du lustig bist. Hier kannst du dich muten, so ein Piep-Sound einblenden, wenn du willst. Wenn gerade irgendwie Fluss oder so, habe ich bis jetzt eigentlich eher weniger gebraucht. Und hier kannst du eben nochmal deine Stimme verstellen. Wenn du drauf Bock hast, das Ganze ist komplett individuell einstellbar in der App. Die habe ich hier auch, kann ich euch auch mal kurz zeigen. Aber jetzt auch nichts fürs Video. Dann habe ich rechts hier daneben ein Panasonic, ja, DVD, Blu-ray Abspieler, zum Beispiel für CDs, Blu-rays, die ich auch hier zum Beispiel von den Boxen, die ich da hinten stehen habe, einfach anmache und dann läuft das auf dem großen Bildschirm. Ja, das ist an sich ein Radio, habe ich mir mal gekauft als Deko, weil es gut reingepasst hat. Nutze ich aber eigentlich auch nur wegen der Uhrzeit. Ansonsten ist das Ding eigentlich im Normalfall aus. Hier habe ich mein Mikrofon, das Shure SM7B. Kennt eigentlich auch jeder. Haben sehr, sehr viele Streamer und YouTuber. An einem Rode-Mikrofonarm. Auch sehr gängig eigentlich. Und ja, das Ganze kommt dann auch schon ins Mischpult. Früher ging das noch über sonst wie viele Ecken. Inzwischen ist das zum Glück einfacher. Ich habe hier 3x32 Zoll QHD Curved Monitore. Curved bedeutet halt, dass sie nicht gerade sind, sondern etwas gebogen. Soll auch fürs Auge besser sein. Und ja, für die, ich sag mal, Rundung sieht das auch vom Bild halt viel geiler aus. Dort oben habe ich dann hier, wenn ich hier sitze, schaue ich dann oben hin, habe ich da zum Beispiel meine Mod-Ansicht offen, wenn ich gerade am Stream bin, die Musik etc. Hier habe ich noch ein zweites Mikrofon hängen, habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Dort hängt dann üblich meine Kamera, die ich als Webcam benutze. Hier unten habe ich jetzt, ach so, die Maus habe ich auch noch gar nicht erwähnt, aber 12 € Maus, also viel Geld gebe ich für Tastaturen und Mäuse auch nicht aus. War es jetzt auch nicht so spektakulär, das muss ich sagen. Dieses Mauspad habe ich letztens, glaube ich, die Rechnung oder so gesehen. Das Ding habe ich schon 4 Jahre. Ist auch von U-Rage, kann man ja mal an der Stelle zeigen. Das Ding hat bis jetzt sehr gute Dienste geleistet, kann ich auch nur empfehlen. Ich habe mir überlegt, so ein RGB-Mauspad zu holen, aber die Maße eben für diese Breite, die gibt es eben nicht. Die habe ich noch nirgendwo gefunden. Aber bis jetzt habe ich es auch noch nicht unbedingt gebraucht, muss ich ehrlicherweise sagen. Hier die Ablagen sind meistens frei. Ja, hier habe ich so allgemeines Zeug. Ah, perfekt, Naschkram schon leer. Hier habe ich zum Beispiel meine Fernbedienung, womit ich eben mein, ja, Logo steuern kann, zum Beispiel auf Rot. Aber im Normalfall ist es immer auf Blau. Rot ist nur in der Weihnachtszeit, von daher. Hier habe ich für den Blu-ray-DVD-Player eben die Fernbedienung. Oder hier so ein Switcher, Internet auf USB-A für den Laptop. Und hier unten habe ich auch nur... Ah ja, perfekt. Hier steht noch mein Frostschutz vom... nicht Frostschutz. Hier Anti-Beschlagspray vom Auto drin. Das wollte ich eines Tages mal frühst nutzen. Ja, die Flasche war eingefroren. War nicht so praktisch im Auto liegen zu haben. Hier habe ich eben noch Ladekabel für den Laptop, der hier unten auch steht. Ist ein bisschen schwarz. Da sieht man aber auch kein Kabel. Hier habe ich noch eine Tastatur und eine Wireless- bzw. Bluetooth-Maus. Die ist für den Zweit-PC. Denn an meinem Haupt-PC sind diese 4 Monitore hier verbunden. Und da eine Grafikkarte eben mal zum... Ich habe gerade die 1070 Ti drinne. Den ganzen anderen Specs, falls sie euch interessieren, auch in der Videobeschreibung. Kann eben nur 4 Bildschirme aufnehmen. Und der fünfte, der läuft dann eben über meinen Zweit-PC. Ist auch nur ein kleiner PC, kann ich euch gleich zeigen. Hier habe ich eben meine ganzen Getränke. Und hier ist eben auch, wo die Magie passiert. Sozusagen, hier ist mein PC. Und hier ist der Elgato Cam Link. Darüber läuft eben meine Kamera. Den muss ich eben hier vorne anstecken, weil sonst das Bild einfriert. Hier unten, ja, das Ding habe ich mir auch mal geholt. Passt hier auch gut rein. Das ist auch nochmal so ein digitaler Divoom-Pixel-Rahmen, sag ich mal. Den habe ich aber im Normalfall so gut wie nie an. Ja, diese Dinger, ich war mal in meinem Favoriten. Jetzt kriege ich das Teil nicht mehr raus.
Ich weiß nicht, wie ich das, obwohl doch Umstände weiß schon, aber da ich das Teil eh nie nutze, ist das auch eigentlich nur zur Deko da drinne. Ansonsten auch nicht mehr. So, hier habe ich meinen PC und meinen Zweit-PC. Das ist so ein kleiner Mini-PC, dieser kleine Kasten hier. Internet, HDMI-Anschluss und Strom und fertig. Und darüber läuft dann eben die Tastatur und die Bluetooth-Maus. Und hier hinten habe ich eben ja nochmal diese Philips Hue Bars, die nochmal eine indirekte Beleuchtung hinter den Monitoren machen. Und hier hinter den Monitoren, jetzt steht natürlich der Monitor hier davor, ist natürlich auch wunderbar, ist noch mein fünfteiliges, ja, Universum-Bild. Passt auch hier zu einem. Ich glaube, das vorletzte Weihnachtsgeschenk vom vorletzten Weihnachten war das. Habe ich von meiner Schwester bekommen, passt auch gut dazu, deswegen braucht halt Batterien, aber ich habe ein Ladegerät mir dafür besorgt. Dementsprechend, da habe ich jetzt einfach den Karton von meinem Mikrofon genommen. Hier so eine LED-Box, die kennen eigentlich auch jeder. Die gibt es überall für einen 10 oder 15 Euro, 20 Euro mal. Hier habe ich noch eine Patronus-Figur, die hatte ich doppelt, deswegen habe ich sie hier in diesen, ja, ich weiß nicht, wie man Glowbox nennt man das eigentlich. Gab es mal bei GameStop, aber kann man inzwischen auch so gut wie nirgendwo mehr in Deutschland kaufen. Ich habe Glück gehabt, dass ich es auf eBay Kleinanzeigen so ein Zweierpack bekommen habe. Da hinten ist auch noch eine LED-Stripe, Philips Hue wieder verbaut. Ich habe alles von Philips Hue, damit ich alles über eine, ja, Bridge steuern kann. Hier habe ich auch noch von meiner GeForce GTX Karton. Groß spektakulär ist das hier nicht. Sieht man auch meistens nur das obere. Das untere habe ich jetzt einfach nur Kartons reingestellt, die so ein bisschen Relevanz haben. Aber ansonsten auch nicht mehr. Habe ich auch noch nicht gezeigt. Meine DT990 Pro 250 Ohm Variante von Beyer Dynamic habe ich auch schon zig Jahre. Kann ich aber auch nur weiterempfehlen. Die Teile sind einfach geil. Auch wenn Studio-Kopfhörer sind, fürs Gaming sind sie auch gut geeignet. Haben einen super Klang. Das wär's an sich jetzt nach 23 Minuten knapp hier auch mit der Roomtour. Ich müsste jetzt eigentlich alles gezeigt haben. Vergessen sollte ich eigentlich hier nichts haben. Ich kann mich hier nochmal Kreis drehen. Da oben ist noch eine PS3 zur Deko. Ja, müsste eigentlich hier alles soweit gezeigt haben. Nächstes Jahr gibt es nochmal ein Update. Da ist dann hoffentlich das Zimmer fertig. Aber ansonsten wäre es das auch mit der Roomtour gewesen. Wie hat es euch gefallen? Wie euch gefällt euch das Zimmer? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Hier kommt auch noch über der Tür habe ich Planung oder Pläne für diese Schrankwand. Hier habe ich auch noch einen Plan. Also ist auch noch nicht fertig. Kommt dieses Jahr alles noch. Ansonsten, wenn ihr Ideen fürs Zimmer habt, gerne in die Kommentare. Lese ich mir alles durch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute!